Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Jetzt müssen wir nur mal gucken, passt alles. Genau. Ich freue mich immer wieder, wenn ich das Spiel aufnehmen kann. Es ist noch ruhiger als Schlacht um Mittelerde. Ist aber ungefähr, eigentlich ist es noch stimmiger, finde ich. Ja. Es ist einfach ein wunderbares Spiel. Und das ganz Tolle ist, ich habe letztens einen wirklich äußerst tollen Tipp bekommen. Und ich erzähle euch ja gleich, welcher Tipp das war. Jetzt muss ich gerade nur gucken, wo ich war. Es war vielleicht ein bisschen dämlich, gleich die Flottenkapazitäten alles so hochzuschrauben. Alle Ja. Geschütze bereit. Da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt schauen wir hier nochmal. Aber das sieht alles sehr gut aus. Phasensprung abgeschlossen. So, erstmal drehen wir wieder schön die Karte. Hier sind meine Der Truppen. Freund und Held. Aha. Da hatten wir ein ziemliches Gefecht, glaube ich. Was ich jetzt hier mache, weiß ich gar Komsat hat nicht. Feinde im Anflug erfasst. Naja, die Corvette. Und zwar war der Hinweis, ich kann. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Leck mich doch. Ich kann. Ich kann ganz tolle Dinge Wo ist machen. das Ziel? Ihre Befehle, Kommandant? Feuer bereit. Und zwar, wo ist es? Hier. Ralots Konstruktionskreuzer. Die werde ich benutzen, denn. Alle Huhuhu! Geschütze bereit. Da gibt es so eine Kleinigkeit. Ah, schaut's mal her. Da kann ich noch ein paar Jäger aufbauen. Commander an Deck. Ja. Lass mich doch den Planeten anklicken. Und zwar wurde mir mitgeteilt, und das fand ich extrem toll, dass ich Sternenbasen bauen kann. Überall quasi. Nicht ganz, aber so Alle Geschütze ziemlich. bereit. Jetzt bin ich natürlich Forschung super gespannt, abgeschlossen. wo ich die überall hinballern kann. Es wird so geil. Aber mir fehlt noch ein bisschen was. So, ich probiere das mal aus, indem ich Alle hier an Geschütze diesem bereit. Asteroidengürtel welche hinbaue. Ich habe hier schon welche. Das sieht auch sehr solide aus hier mit der Antimaterie und so. Pff, alles Bombe. Aber hier, und vor allem hieß es, und das ist das mitunter wohl geilste. Ich weiß ja, warum der dauernd zu diesem Wurmloch geht. Vielleicht sollte ich da mal nachschauen, aber ich habe irgendwie Angst. Forschung abgeschlossen. Ah, hier wird schön geforscht. Habe ich eigentlich schon den Aufstand? Ja, nice. Das Wurmloch führt. Wo führt denn das hin? Das ist ein Nebel. Forschung abgeschlossen. Da sammelt sich auch ein Gegner. Also die. Hä? Wie kommt denn der da hin? Da ist ein Wurmloch. Aha. Dann müsste der Grüne ja schon fast tot sein, oder? Weiß ich Alle nicht. Geschütze bereit. Was bedeuten eigentlich diese Pfeile hier, die ich jetzt hier markiere? Was heißt das? Würde mich mal interessieren, warum die von Wichtigkeit sind. Heißt es, dass ein Superwaffen stationiert oder? Oder was hat es damit auf Alle sich? Geschütze bereit. Weil Hauptplaneten können es nicht sein. Das Forschung macht keinen Sinn. abgeschlossen. Das wird es nicht sein. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Ihr Freund und Helfer, ich werde nicht versagen. So. Klingt gut. Ihre Befehle, Kommandant? Feuer bereit. Okay. Also das dauert jetzt hier alles gerade noch ein Alle Geschütze bisschen. bereit. Aber ich glaube, ich probiere mal hier das Wurmloch anzugreifen, einzunehmen und schau mal, ob ich hier dem Türkisen ein bisschen Schaden machen kann. Obwohl er hier unten der Gegner schon sehr penetrant zu sein scheint. Vielleicht sollte ich hier noch ein paar Minen legen. Alle Geschütze bereit. Und ja, das ist Hauptplaneten-Upgrade, das brauchen wir nicht. Okay. Jetzt schauen wir doch Sie wählen mal. aus, ich mach den Rest. Sehr schön. Na, ich habe tatsächlich sehr viele Raketenfregatten. Die Schinken-Korvette ist ganz nice, aber ich finde die Raketenfregatten, die gefallen mir einfach besser. Die scheinen mehr Schaden zu haben. Alle Kosten halt Geschütze mehr. bereit. Haben aber auch eine höhere Hülle, gleiche Panzerung, mehr Schilde und vermutlich mehr Reichweite. Ja. Brauchen aber auch mehr Versorgung, ja gut.
Bomberfregatte. Wenig Kampfkraft. Dafür gut für Planetenbombardierung. Ja, aber... kommt mir relativ sinnfrei vor. Alle Geschütze bereit. So. Mehr Kristalle benötigt. Ja, das machen wir schon. Holen wir uns. Tatsächlich hätte ich das Flottenlimit nicht so stark erhöhen sollen. Aber jetzt habe ich es gemacht. Jetzt ist voll. Jetzt ist, wie es ist. Passt schon. Ist nicht allzu schlimm. Sie wählen aus. Ich mach den Rest. So. Alle Geschütze bereit. Sobald wir alles hier haben. Ihre Befehle, Kommandant? Boom. Boom. Und los geht's. Schön gemeinsam fliegen. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Und jetzt gucken wir mal, ob da nicht was geht. Es wundert mich ein bisschen, dass die Kreuzer nicht gebaut werden. Aber wahrscheinlich brauchen die Kreuzer ebenfalls eine kleine. Oh nee! Was geht denn jetzt los? Kein Gegner kommt an uns vorbei. Das hat er jetzt natürlich perfekt ausgenutzt. Das gefällt mir nämlich nicht, dass der hier ist. Komplett. Alle Geschütze bereit. Na gut, das sehen wir gleich. Aber es gefällt mir nicht. Also da. Jetzt guck mal erstmal, wie das Wurmloch hier ausschaut. Ach du große Güte. Ihr Freund und Helfer. Nee. Ich werde. Wir hauen da gleich wieder ab. Ich muss da nicht kämpfen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ein paar. Ein bisschen Schaden werde ich wohl nehmen. Ihr fliegt jetzt alle wieder hier hin. Und zwar ganz schnell. Ich könnte den Kampf aufnehmen. Muss aber nicht sein, ne? So, jetzt schnell wieder zurückspringen. Ach, der haut ja auch ab. Ja, passt. Aber der Lilane da unten. Ja, schön das Kopfgeld auf mich setzen, genau. Warte mal, eigentlich will ich das nicht auf dem Grün haben, das bringt mir gar nichts. Hier, auf dem muss es sein. Ja, wie geil! Ich komm, er haut ab! Ich hau auch wieder ab! Ist aber in Ordnung. So, hier kommt wieder so eine Kostura-Sprengkopf. Brauchen wir auch nicht. Alles böse hier, was die machen. Alles böse. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Ihr Freund und Helfer, wir sind bereit. So. Ihr Freund und Helfer. Haben Sie fort, Techcom. Okay. Kein alle dorthin. Vorbei. Ja, ja, weil hier werde ich angegriffen und das geht auf Dauer nicht. Das kann ich nicht zulassen. Nicht auf Dauer, das ist nicht gut für mich. Nicht ausreichende Metalle. Ah, jetzt aber. Komm schon. Geht schon. Alle Geschütze bereit. Was haben wir hier noch? Ach ja, das war der radioaktive Niederschlag. Sprengköpfe. Während der Bombardierung. Oh, geht so. Ui! Javelin-Raketenfregatten, die Schwarm-Sprengköpfe-Fähigkeit, welche es ihnen für gewisse Lob. Bereit für die Attacken durchzuführen. Wow, das will ich. Alle Geschütze bereit. Das will ich. Weil, das klingt heftig. Und ich habe eine Menge Raketenfregatten. Nachdem meine Strategie... Hier, ich habe hier 11. Abgeschlossen. Weiß gar nicht, wie viele ich hier habe. Ihr Freund und Helfer. 34, also genug, mehr als genug. Das ist ordentlich viel. Alle Geschütze bereit. Ja... Da lohnt sich das dann. Verstanden. Und meine Handelsschiffe werden hier immer angegriffen. Phasensprung auf mein Signal. Das ist nicht so toll. Phasensprung auf mein Signal. So, die springen jetzt. Und dann gucken wir mal. Ihre Befehle, Kommandant. Meine Flotte springt. Oh, da kommt. Oh Gott, da kommt der gegnerische Titan. Aber ich werde den Kampf aufnehmen, es hilft nichts. Feuer bereit. Raketen feuern sich nicht selbst ab. Jetzt bin ich sehr gespannt. Vielleicht verliere ich das Spiel auch genau hier. Könnte sein. Wir werden es sehen. Und wir tauchen ein. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Nee, das schafft er nicht. Da habe ich ja tausendmal mehr als der.
Außerdem stirbt sein Titan. Das überlebt er nicht lange. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ach ja, das bisschen. Wir sind bereit. Ihre Befehle, Kommandant? So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen was. Alles benutzen. Für die Heimatwelt. So. Jetzt geht's rund. Ordentlich drauf. Jetzt geht's rund. Ja, der ist ja jetzt schon mal kaputt. Unser Planet wird belagert. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Da macht er nichts. Nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Doch, doch. Jetzt rettet er sich. Truppen sind eingetroffen. Hierher. Ich weiß nicht, was er sich davon erhofft, aber es ist Schwachsinn. Aber kann er machen. Alle Geschütze bereit. Dann springe ich ihm hinterher. Nicht versagen. Wie Sie wünschen. Dann springe ich ihm komplett einmal hinterher. Weil. was will er da machen? So, der Titan taucht auf. Der hält kaum noch was aus. Schaut euch mal an, wie kaputt der schon ist. Oder schaut der normalerweise so aus? So, er hat sich teleportiert. Macht ordentlich Schaden hier, aber irgendwie 91 Hülle. Forschung abgeschlossen. Nee. Korsul Armada flüstert. Bringt nichts mehr. Ist das die Korsul Armada? Muss ich mal gucken, weiß ich gar nicht. Gegen wen ich kämpfe. Alle Geschütze bereit. Ja, nee, das. Jetzt kann mich nichts mehr retten. Ich weiß nicht, was er sich einbildet oder wer er denkt, dass er ist. Ihr Freund und Held. Aber. Kein Gegner kommt an nein. Uns vorbei. Also an den Sternbasen schafft das definitiv nicht vorbei. Der Planet hält viel aus. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Und ich fliege jetzt demnächst darüber. Der kann machen, was er will. Das. Alle Geschütze bereit. Verstanden. Ich lasse es Feuer nicht bereit. Zu, mich so vorzuführen, wie er das sich wünscht. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Ich kann noch ein bisschen was forschen. Oh ja, Langstreckenraketen. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Ja, vergiss das. Mit Piraten lege ich mich jetzt nicht an. Kobaltfregatten, die Reaktorsabotage. Alle Geschütze bereit. Naja, wieso nicht? Ich nehme es einfach mal mit Zeitbomben. Aufklärerfregatte, ja, ist nicht schlecht. Oh, Reparaturwerft. Repariert mir Zeug, das ist sehr praktisch. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So. Ihr Freund und ich weiß ja, was er sich dabei denkt, hier anzugreifen. Ja, er macht Schaden, er tötet ein bisschen was, Militärlabor, Übertragungszentrum, geht alles kaputt, aber er verliert seine ganze Armee. Armada, Flotte, wie auch immer. Das Piraten sind unterwegs. Ha, aber nicht zu mir. Der muss ganz schnell abhauen. Die Hülle von dem Forestra oder wie das heißt, Titan, regeneriert bereit. Sich ziemlich schnell. Bereit. Aber ob das ihn rettet, ich glaub's nicht. Wir sind bereit. So, jetzt bin ich da und jetzt ist vorbei. Meine Sternbasen hauen ja auch ordentlich drauf. Gebäude, glaube ich, hat er noch nichts vernichtet. Naja, hier ein bisschen was. Ein Kristallteil, ist egal. Feindliche Truppen sind eingetroffen. So, den Titan, den hauen wir weg. Ha! Und da explodiert er. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich techen soll. Also ich lasse es erstmal bei meinem 2:1 Verhältnis, das kommt mir immer noch nützlich vor. Auch wenn ich noch keine Tests gemacht habe, aber ich bin so ein bisschen, wisst ihr, ohne wirkliche Beweise glaube ich da selten Zeugs. Tut mir leid. Aber jetzt, was machen wir hier? Ich könnte... Alle Geschütze bereit. Struktur des Schiffes. Mehr Waffenschaden. Antimaterie-Trichter ist auch nicht schlecht. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ich glaube so ungefähr. Ich weiß es halt noch nicht, wie genau ich das am besten machen soll. Wir sind bereit. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wie Sie wünschen. So, er haut ab.
Dann. Ich werde nicht versagen. Dann gehen wir da mal runter. Und führen den nächsten Angriff durch. Weil das schaut ja hier alles ziemlich gut aus, muss ich gestehen. Alle Geschütze bereit. Ich meine, ich kann hier wieder ein paar. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Wo? Der Protektor, ja, Glückwunsch. Jetzt habe ich Angst. Das ist ja ganz furchtbar. Aber was mache ich mit dem Titanen? Erklärt mir das mal bitte. Ich habe hier den Titan. Ist das wirklich... Weil die Unterbrechungsmatrix ist mächtig. Beschädigt über die Zeit nahe feindliche Schiffe und verhindert die Nutzung von Fähigkeiten. Kann man nichts gegen sagen. Dauer. 5 Sekunden, 8 Sekunden, also hat schon was. Rasensprung abgeschlossen. Rasen der Verteidigung. Ja. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Berechne Sprungkoordinaten. Gruppenschild. Gegen Gruppenschild kann man nichts sagen. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Und inspirieren, beeinträchtigen ist auch super stark. Also das muss ich mir holen, sobald es geht. Antimaterie-Trichter ist auch nicht schlecht. Da werde ich auch mindestens einmal drauf gehen. Und vielleicht sogar mehr auf Antimaterie. Ich weiß es nicht genau, was da am besten ist. Das Empire anzugreifen. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft handhaben werde. Feuer bereit. Verstanden. Sie wählen aus. Ist nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach. 13 Raketenbatterien habe ich dahin gebaut. Das ist schon einiges. Wir haben Krieg. Für dich tue ich gar nichts. Also von dem her. Die leben noch? Die leben noch, die leben noch, die sind tot. Alle Geschütze bereit. Ja, richtig. Sie wählen aus, ich mach den Rest. Wir sind bereit. So. Aufseher. Ihre Befehle, Kommandant? Hallo. Wir sind bereit. So. Alle Geschütze bereit. Die da und die da nehmen alle mit. Dann techen wir noch ein bisschen. Schilderneuerung klingt doch sehr gut. EMP-Ladung. Antimaterie wegnehmen ist sehr mächtig. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Probiert das jetzt wieder? Nee. Alle Geschütze bereit. Sieht nicht so aus. Zielführungssystem, das finde ich einfach sehr nützlich. Embargo. Bereit. Raketenbatterie. Einsatzbereit. Enterkommando. Abrissteam. Bergungsaktionen. Oh doch, der greift schon wieder volle Kanne an. Mann, wie blöd. Aber da muss ich mich gleich drum kümmern. Ja. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.